ミザレイト、マリベラゲル。トミラルバ、フォロワレーダ、ゾラクミエ。ミエファタボータ、ミレゼイーガ、ルフォラ。イデハルーク、ラクモダレモ。リュシタスライ、ガルモルーベ、ラオモーケ。メルトクーザ、ラドエメール、ミゼエッダーラ、ロドンモイラ。 Ja Leute, damit herzlich willkommen zur heutigen Quest bzw. zur heutigen Folge, wo wir ja die Redemption Arc haben gegen den Mal sehen. Für die, die das mit Duim noch nicht gesehen haben, der hat uns damals komplett aufs Maul gegeben. Aber muss ich auch sagen, wir hatten Demo-Waffen, mit denen konntest du einfach nicht gewinnen. Nee, man sollte in der Demo nicht gegen den gewinnen. Das 15 Minuten Zeitfenster war sehr eng gefasst. Plus die, sagen wir mal, mehr Rüstungen. So Leute, da ist das Monster, das uns in der Demo gequält hat. Jetzt bist du mein Reittier. Rechte Strafe. Boah, ist der schnell. Das Viech hat ein anderes Tempo drauf. Das habe ich in der Demo gar nicht bemerkt, wie schnell der ist. Da warst du auch mehr tot als lebendig. Da bin ich aber süß, die 90% der Zeit da. Komm, ab in die Höhe. Er teilt sehr gut aus, der Malseno. Kannst du dem eigentlich auch von entkommen, weil der so eine Reichweite hat? Was kommt, weswegen wir so oft gestorben sind? So, warte, ich habe noch einen Goldsal. Der Lunagaron ist sogar perfekt, weil wir ihn langsamer machen können. Der hat langsam. Er bleibt langsam. Lustige Parasiten, Cortex, noch ein Parasiten. Redner Recher! Hau drauf, Luna! Hau drauf! In Anbetracht der Demo weiß ich nicht, ob es so schlau von mir war, eine Gewehrlanze gegen ihn zu nehmen. Ja, das wird schon gut gehen. Ja, irgendwie wird das schon klappen. Aua! So viel Zeug zu mitnehmen. Bitte diesen Blutstein. Hätte ich nicht wenigstens das Söldner Alter von Luna kriegen können, wenn wir schon auf den einprügeln. Ich versuche es. Ich will ein Foto machen, wie der sich teleportiert. Dann habe ich gewonnen. Und das Schöne ist, wir haben einen Sandbock dabei. Ein Sandbocksack. Du weißt, wen ich meine. Ein Sandsack. Ja, danke. Ich hab verwirrt, was du mit Sandbock meinst. Ich hab keine Ahnung, warum ich auf Sandbock komme die ganze Zeit. Ich kann es dir nicht erklären. Aber wir haben einen Sandsack dabei. Fiora wird für uns einstecken. Wir haben 4 Fotos machen wollen. Ich habe meine 3 Fotos gemacht und ich habe ein richtig cooles darunter. Nämlich das, wo er in die Enrage geht. Es könnte eventuell das Siegerfoto sein, aber das bestimmt ihr ja. Das bestimmt nicht ich.
Nur jetzt an der Stelle einfach zu sagen, jeder, der für mich stimmt, der kriegt einen Euro geschenkt. Ich erkaufe die Stimme. Nein, Kai, du weißt, ich mach das nicht. Nein. Ich weiß, du bist ein fairer Sportsmann. Guck mal, Fiora spricht das schon richtig aus. Wir werden diesmal siegen. Es wird nicht wie in der Demo ablaufen, wo wir im 5-Minuten Dauertakt sterben. Ey, im Ernst, Leute, dazu nochmal so ein Fazit. Bei der Demo, da haben wir, glaube ich, so 3 bis 4 Stunden aufgenommen. Und ihr habt keine Ahnung, wie oft wir gestorben sind. Also, doch, ihr habt eine Ahnung, weil ich es eingeblendet habe. Aber wir sind wirklich im 5-Minuten-Takt, so... Ja, komm, wir sind in Quest drin. 5 Minuten kämpfen. Oh, Quest vorbei. Ich habe im Übrigen das Gefühl, hätte Akaya früher mitgemacht, dass das trotzdem was am Ranking verändert hätte. Dass ich eventuell auf Platz 2 gekommen wäre, statt auf Platz 3. Wer die wenigsten Tode hat. Weil er hätte ja an meiner Stelle dann sterben können. Kann dieser Schweif mal ab? Auf was ziel ich? Teleport. Teleport in mein Gesicht! Nee, du hast davon gefunden. Ein Tipp ist tatsächlich noch frei, weil ich krieg's nicht hin. Ich bin zu langsam. Ah. Dieser Teleporter sieht aber auch mega geil aus, wenn man den zieht. Also mit dem Malzeno haben sie sich übrigens selbst übertroffen, die Macher. Ja. Der ist designtechnisch einfach ein Meisterwerk. Ja, lass mich in Ruhe. Geh gar nicht kommen. Ich hab den Block zu früh gemacht. Der Steinschnitt, der ist ja echt tief. Der hat sich dann sogar durch die Wand getroffen. Das ist einfach mega. Mal sehen, nur was hältst du von Umfallen? Nicht viel. Doch, der hält davon sehr viel, weil ich eine Knallkröte hatte. Gesicht weggesprengt. Das war eigentlich nicht mal mein Ziel. Ich wollte eigentlich die Klauen brechen. Alter! Ich glaube, der Schweif ist ab. Oder ja, sagen wir mal, den Schweif. Achso, den Angriff gab's ja auch. Entschuldigung. Ich habe die Demo komplett verdrängt. Da gab's ja auch nicht wirklich viel zu sehen. Genau, lenk du ihn ab und ich loote hier irgendwie. Ja, ich vertrage ja noch ein paar Hits. Ich hab mal Seno-Schweif. Hallo, bin zurück. Ich hab diese Megakugel, die ja ab ist halt komplett verdrängt. Ja, da hab ich aber auch nicht dran gedacht. Vor allem, der hat sie mir ins Gesicht geschmissen. Auf die Flügel! Das ist kaputt, kaputt. Einer der Flügel. Und jetzt kannst du die gönnen. Ich muss eh mal sitzen. Sowieso nicht benutzen. So. Jetzt kloppen wir die Scheiße aus dir raus. Meine Ohrstöpsel ist diese Gold wert. Ich glaube, diese Explosion, die er abschießt, haben sie aber von Goremagala geklaut. Weil das ist jetzt hackt dieselbe Explosion, ne? So ein bisschen von bei den unterschiedlichen Monstern ein bisschen zusammengestückelt, aber sie haben es schön verpackt. Fisch, Passbombe! Ja, Halleluja. Fiora hat was geholt. Fiora hat den Luna mitgebracht. Aua. Da ist voll reingesprungen in den Angriff. Dito.
Obwohl bei mir eher entlang geglitten. Reingeglitten. Wenn man ganz genau geht. Es liegt! Unsere Chance! Feuer! Nein, wieso bin ich dran entlang geglitten? Okay, ich habe zumindest in den Schweif getroffen. Das ist ein Trostpreis. Die Krallen sind, glaube ich, noch intakt, oder? Nee, sind auch kaputt. Der rechte Flügel ist tot. Eigentlich ist alles kaputt. Hör auf, dich in mich rein zu porten! Danke! Danke, Viora, für die Blitzbombe. Aua. Ich lauf mal ihn sinnvoll rein, ne? So. Ihn kann ich wetzen. Kai, wir ziehen auch hier zur Katzenbombe. Ach, die ist gerade despawned. Never mind. Nee, eigentlich nicht. Ich hab ihn gerade so schön im Auge. Er hat mich aus der Luft gesäbelt. Ich habe noch ein Foto frei. Ich will ein gutes Foto hinkriegen. Ich habe meins schon. Ich habe mein Siegerfoto. Hoffentlich Siegerfoto. So, gut, Leute, ihr wisst es doch. 1 Euro, dann habt ihr einen Sieg. Obwohl ich ja nicht mal nebenschreibe, welches von mir ist. Hilfe. Nebenkröte, go! Mach deinen Job! Genau dann, wollte gerade sagen, genau dann bewegt er sich natürlich nicht. Das wäre jetzt definiert gewesen, wenn er sich genau dann nicht bewegt. Ich habe noch eine Puppenspinne, fällt mir gerade auf. Ich will hier nicht sein! Alter, mach ich viel weiter. Beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht! Aua! Ach, diese doofe Blutpest. Schlimm ist, die zwingt dich eigentlich zum Angriff, weil deine Heilwirkung verringert wird dabei. Ich war gerade auf Blocken gefasst. Ja, und ich habe ihn aus seiner Blutraserei rausgedroschen. Ist eigentlich sogar gut so. Jetzt sind ja wirklich einfach nur drauf kloppen, bis es endlich tot umfällt. Leute, es wird zur Erinnerung, das ist ein Drachenheld, das heißt, die kann man nicht fragen. Bevor einer fragen will, warum fangt ihr den nicht? Ja, einen alten Drachenschatz eingesteckt. Ach, du auch? Wie ist ein paar gratis gute Punkte? Ich will nicht! Ich fange jetzt an zu glauben, ich muss tatsächlich eine Rüstung mit Provozieren machen, damit ich es nicht einstecke. Ja, damit ich mir Zaubenbeißer abbekomme und nicht immer meine Kameraden. Aua! Nein, ich kann mich nicht bewegen! Fiora, danke, dass du einen Lebenspulver geworfen hast! Habe ich auch gemacht. Ich habe nur gesehen, wie sie es geworfen hat. Das war Rettung in allerletzter Sekunde. Ich musste genau dann den Schweifer wegziehen. Nein! Nein, ich will das nicht! Und jetzt habe ich kein Foto mehr. Du wolltest ein Foto von wieder an mir rumknabbert? Ich muss weg! Was Besseres kann ich nicht bekommen. Wenn ich so schauer mögen, dass du da aufs Maul kommst. Das stimmt leider sogar! Ich gehöre ja dazu. Oh, knutsch da rein, damit ich mich heilen kann. Oder besser gesagt, damit ich mal wetzen kann. Als ob du dann immer noch auf mich zielst.
Ey, der will mich einfach. Jetzt falle ich nicht tot um. Ziemlicher Blau. Einfach liegen bleiben, dann trifft es schon nicht. Bevor genau in dem Moment habe ich keinen. Aua. 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 Ich finde es ja schon so gut, dass sie durchgehend Blitzbomben am Werfen ist. Praktisch. Wird mal wenigstens gut gefokust. Sollte vielleicht nachladen. Aua. Kann ich auch nicht mehr heilen. Ich hab keine Vollkommen mehr. Meine Explosion hat ihn da oben noch getroffen. Ach, wenn er eh gerade abhaut. Die Wespe zum Heilen benutzt. Oh, ich habe noch eine Puppenspinne. Was für ein Element hat eine Waffe? Gar keins. Warte, ich muss einen Käfer hauen. Hol den Käfer, ich beschäftige den hier eine Weile. Reiter! Er ist blau! Er ist fast tot! Unser Erzfeind! Er ist fast am Sterben! Wie es sich gehört! Ey, der alte Erzfeind war erst der Waldtrax, den wir mal sehen. Wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Spinnen? Ich sehe es gerade, da ist Explosionsfest von den kleinen Spinnen abbekommen. Aber es macht ja keinen Schaden wirklich. Lass mich im Frieden, ich muss heilen. Hochfighter, mach was. Oh, ich hau dir das jetzt so rein. Ja! Unser Erzfeind, er liegt am Boden. Er liegt! Wir tanzen auf seiner Leiche. Das schneiden wir ihn auf. Wir haben Akaya und Honey mitgerechnet, ne? Scherbe, Cortex. Noch eine Scherbe. Warte, ich mache einen Screenshot und das schicke ich ihn dann. Cortex. Schade. Kein Blutstein. Vielleicht kann ich noch einen in der Belohnung. Ich pupse ihn ins Gesicht. Denn deine Katze hat auch die Blutpest drauf? Oder wieso leuchtet die so lila? Ich habe eine Felvine geworfen. Ah. Ich vergesse immer, dass man das machen kann, damit sie ihre Fähigkeiten öfter einsetzen. Denk da auch nicht dran. Aber ganz ehrlich, ihre Fallen hätten ihr jetzt eh nichts gebracht. So, es kommt höchstwahrscheinlich eine Videosequenz, deswegen sage ich hier jetzt mal ciao und bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Rakamire. Yumirabe. Irumorume. Gashimea. Morta. Remuto. Ratoniazai.
Midari. Gamira Zabekus.